Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute ganz was Kleines zum Anschauen. Wir haben heute nämlich einen kleinen Mixer. Den habe ich jetzt. Einmal diesen Mixer hier von Bosch. Also, ja, links, rechts. Diesen hier, diesen Mixer von Bosch habe ich mitgebracht. Was ist das Ganze? Das Ganze ist eine Kaffeemühle. Und ihr werdet jetzt denken, Kaffeemühle, ja, kann man brauchen, wieso nicht? Aber ich werde sie für was anderes hernehmen, für was sie eigentlich nicht gedacht ist, weil sonst ich mir die ganzen anderen Küchengeräte damit, will nicht sagen, kaputt mache, aber ich natürlich da hier Probleme habe mit dem Aroma. Aber das schauen wir uns dann später nochmal an. Auf jeden Fall schauen wir uns das Gerät mal an, was ich hier gekauft habe. Ich habe das Ganze auf Amazon gekauft. Wenn ihr einen kleinen Mixer oder sowas in die Richtung sucht und ihr wollt irgendwas, was ganz, ganz fein, was raspeln oder schneiden kann, dann ist so eine Kaffeemühle super dafür geeignet. Was auf jeden Fall noch cool ist, preislich ist sie um einiges billiger als jedes andere Küchengerät, was mixen kann. Das heißt, die meisten so kleinen Mixer, Küchengeräte, Moulinex oder sowas in die Richtung, fangen an bei 25, 30 Euro aufwärts, dann bis 70, 80 die Moulinex, die Original. Und ja, so viel Geld will ich gar nicht ausgeben und deswegen habe ich mir dieses Gerät gekauft von Bosch. Ja, die Farbe, so eine Cremefarbe ist das in dem Fall, war die günstigste. Natürlich gibt es das in anderen Farben auch noch, in Schwarz, Weiß, aber hier die Creme war die günstigste mit 20 Euro und sie soll an und für sich ja gar nicht in der Küche stehen, sondern nur die Arbeit in der Küche verrichten und deswegen passt das schon. So, wir schauen jetzt ganz kurz rein. Beziehungsweise wir schauen uns noch ganz kurz an, was das Gerät noch kartonagentechnisch. Schauen wir mal. Haben wir hier nochmal von der anderen Seite. Und wir haben hier ein paar Funktionen. Wie viel Gewicht ihr hier rein tun könnt. Also 75 Gramm maximal hier. Natürlich für die Kaffeebohnen gedacht. Hier Safety Touch Control. Schaltet ihr im Prinzip das Ganze ein und ja, metallisch Innenbereich sollte für unsere Zwecke passen. Ein paar Sicherheitshinweise, ein paar Sachen, noch technische Sachen, die jetzt nicht so interessant sind, jetzt mal für mich, glaube ich. Und ja, sonst alles cool. Wir packen das Ganze aus. Wir brauchen ein Messerchen. Wir schauen mal rein. Einmal öffnen. So, was haben wir hier alles drinnen? Auf jeden Fall mal ein bisschen Papier zum Schutz. Da ist dann nichts mehr drin. Und das Gerät plus einmal die Bedienungsanleitung. Mehr ist nicht nötig und da ist das schöne Teil schon. Ja, Bedienungsanleitung für später und dann schauen wir uns das ganze Gerät an. Wir haben hier die Mühle. Innen seht ihr vielleicht, das Ganze ist hier ganz leicht schräg angesetzt, also die Schale, die drin ist, ist ganz leicht schräg, damit das Ganze, glaube ich, einen schönen Rhythmus hier bekommt. Und ja, seht schon hier der Deckel, sieht man das, der Deckel ist hier schief und genauso ist es drinnen mit diesem metallischen Einsatz, der da drin ist. Ja, sollte passen. Und wie stellen wir das Ganze hier rauf? Vorne habt ihr nur eine Möglichkeit, wie man drauf tut. Und einschalten. Mehr war das nicht. Wir werden das Ganze ganz kurz auch uns noch anhören. Es ist, glaube ich, relativ laut. Kabelsalat weg. Und haben wir das gute Stück. Schalten wir ganz kurz ein. Ist
gar nicht so laut. Was sagt denn die Uhr dazu, dezibeltechnisch? So. Wir messen mal die Dezibel. Ja, also wenn man direkt rangeht, schreibt ihr bei 80 Dezibel, wenn man schon ein bisschen weiter weg ist, nochmal gucken, dann ist er bei 70 Dezibel, das ist jetzt gar nicht schlimm, es ist, hört sich auch nicht laut an, es ist auch nicht störend, ich fühle es ziemlich cool, also passt, ich bin zufrieden, die Farbe ist jetzt gar nicht so gelb, wie es auf dem Foto erscheint, also hier auf der Abbildung sieht es direkt gelb aus, ich würde fast sagen, es ist eher weißlich. Gut, ich habe hier ein sehr neutrales Licht, aber trotzdem würde ich sagen, es ist eher weißlich als wie Creme, ganz ehrlich. Ich glaube, im Video sieht es auch eher weißlich, mein T-Shirt ist weiß, natürlich seht ihr, das sieht auch eher weißlich aus. Jetzt muss ich noch kurz was. Und hier habe ich auch das gute Stück, für was ich das Ganze verwenden werde. Ich habe nämlich Chili-Flocken, seht ihr das hier? Schaut mal, Chili-Flocken, ja, ganz, ganz fein geschnitten. Ganz, ganz toll ist das. Das Einzige, was ihr hier natürlich aufpassen müsst, die sind super, super scharf. Und wenn ihr das Ganze in irgendeinen Mixer reintut, den ihr öfters mal für irgendwelche Cocktails oder irgendwas benutzen tut, Suppe, Cocktails, Soßen, was auch immer, das Ganze wird natürlich diesen Geschmack annehmen. Und das wahrscheinlich die erste Sache, die ihr damit machen tut, wird super, super scharf werden. Und das wollt ihr nicht natürlich. Und deswegen habe ich diesen wunderbaren Mixer hier gekauft, damit ich separat ein paar Sachen mixen kann. Und eben hier das Chili, das brauche ich, mag ich recht gerne auch zum Kochen. Seht ihr euch das mal vielleicht in den Kochvideos, dass ich das benutze. Und deswegen brauche ich das. Natürlich Chilis getrocknet reinschmeißen. Super frische werden das eher zergatschen, zermanschen, braucht ihr nicht. Aber auf jeden Fall, diese Chilis sind super. Mit dem Gerät hier Preis-Leistung plus ein bisschen was zu machen. Alles cool. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.